Beim ersten bioregionalen Bauernmarkt in der Solar City hatten die Bewohner die Gelegenheit, Biobauern aus der Region und deren Produkte kennenzulernen. Die beiden Organisatoren, das Netzwerk St. Florian, gemeinsam mit der Solar City Kaufmannschaft und Kultur, freuten sich über das große Interesse. Mein Name ist Kramler Armin, ich bin ein Bewohner von der Solar City. Und da war eben die Idee, mehr oder weniger, dass wir gesagt haben, machen wir mal einen Bauernmarkt. Wir haben ja die Produkte, die vom Netzwerk haben wir ja. Da können wir da einen guten Bauernmarkt machen, weil wir haben einen Platz. Wir haben viele Leute, die wollen regionale Produkte haben. Und ja, und wie gesagt, dann so ist es gekommen, dass ich mit Gerald heute einmal geredet habe und gesagt habe, wie war es einmal, dass wir einmal einen Bauernmarkt einmal machen. Und ich glaube, das schaut relativ gut aus, muss ich sagen. Ich bin ganz froh, dass die Leute das sehr, sehr gut annehmen. Und ich hoffe, dass wir das aber auch dann öfters dann da bei uns in der Solar City dann auch haben. Wie gefällt es euch am Bauernmarkt? Ja, wunderbar! Wir sind gibt ganz Schönes, ja. Sollte man wiederholen? Ja, unbedingt. Ganz, ganz wichtige Sache. Ja, es ist wirklich, es ist ganz toll. Gibt es überhaupt nicht. Man muss ein bisschen bewusst leben. Weil man, nicht nur wegen der Gesundheit, die Umwelt, das ist alles mit einbezogen. Okay. Und man findet es nur da so geballt. Ja. Das ist ganz, ganz toll. Das Netzwerk ist die total super Alternative, weil wir dann daheim vermarkten und das Netzwerk passt einfach super dazu. Weil wenn man wo wirklich genug Gemüsesachen haben, können wir es im Netzwerk anbieten und es freuen sich hoffentlich viel leichter als unseres Ja, und die Struktur ist für uns passend für das Netzwerk, für die Menge. Für Großhandel haben wir es klar, für alles direkt vermarkten haben wir ein bisschen zu groß. Und da ist das optimalste Preis. Ich komme vom Naturbauernhof in Frankenburg am Aussag. Unsere Philosophie ist einfach natürlich produzieren, also mit der Natur wieder zu produzieren und eben diese Naturgesetze wieder einzuhalten, weil damit schaffen wir eine Ordnung, Friede und Harmonie mit unserem ganzen Umfeld auch. Ja, und ins Netzwerk liefere ich deshalb, weil ich glaube, dass das eine soziale Schiene sein kann für die Zukunft. Also wo auch wieder mehr Bauern beginnen können, selber zu verarbeiten. Und alle eben, die umstehen wollen auf einen natürlichen Weg, glaube ich, ist das Netzwerk eine gute Plattform, eine gute Verkaufsplattform, die Neuansteiger zumindest da helfen kann, eben den Weg zu gehen. Ich bin der Dietmar Fuller, ich bin in Holzhausen zu Hause, in Oberösterreich, und ich beschäftige mich mit dem Import von italienischen Bioprodukten, speziell Prosecco, Olivenöl, Balsamico etc. Ich liefere irrsinnig gern ans Netzwerk, weil ich einfach die Idee ganz toll finde, dass da wieder so kleine Unternehmen nachkommen und rauskommen, die gesunde Lebensmittel haben und ein Gegengewicht darstellen gegen so große Lebensmittelkonzerne. Wie findest du es am Bauernmarkt? Ja, wunderbar. Endlich lernen wir mal alle kennen. Und ja, ich freue mich jetzt. Ich schaue mal durch, wer alle da ist. Und jetzt habe ich ein Gesicht zu den ganzen Produkten gegangen. Das heißt, bist du Netzwerkkundin? Ich bin Netzwerkkundin, ja. Schau an euch. Ja, also wir sind ja eigentlich Lieferanten der ersten Stunde von den Netzwerken, ich glaube schon 10 Jahre. Und wir liefern, weil uns das einfach taugt, dass das alles biologisch und regional ist. Und außerdem, dass wir keine langen Lieferwege haben, sondern dass das alles von uns ab Hof abgeholt wird. Und das finden wir einfach super. Also ich mache es halt, weil ich es immer schon machen wollte. Das war schon immer mein Traum, selber Biomarschspeisen machen. Und ich finde es super, dass fix bestellt ist und dass halt dann nicht Reste hochlassen. Wir sind der Biograbnerhof. Wir haben eine Biolandwirtschaft in Wiedernerkirchen draußen. Ackerbau im Wesentlichen mit alten Sorten, also speziell Einkorn, Emmer und Dinkel. Unser Anliegen ist es eben, also außerhalb des, also oder mit dem Biolandbau auch zu ermöglichen, dass man die alten Sorten wieder einsetzt. Uns hilft im Absatz sehr, neben unseren eigenen Vertriebsschienen, die wir sonst noch haben, dass wir ins Netzwerk einliefern dürfen. Das ist für uns auch ganz wichtig, einfach damit die Leute wieder wissen, wo was herkommt und so weiter. Das wird dort sehr gut transportiert. Ja, hallo, ich bin der Kaiser Matthias, komme aus Windhoek bei Freistadt.
tue Milchprodukte erzeugen. Ich verpacke alles in PLA-Becher, das sind Kunststoffbecher, die aus Pflanzenstärke hergestellt werden und somit verrottbar sind. Und ich liefere ins Netzwerk, weil das geschickt ist. Ich kann genau das produzieren, was verkauft ist. Also ich habe keine Abfallprodukte, weil ich habe gesagt, wenn ich Landwirt bin, dann will ich daheim bleiben und nebenbei arbeiten gehen. Weil das ist für mich keine Landwirtschaft nicht. Und da hat sich eben der Zweig angeboten mit der Direktvermarktung und mir taugt es voll und mache es wirklich mit Freude. Ich stehe auch oft bis 3 in der Früh dabei, aber das macht gar nichts. Also. Ja, ich finde es eine super Idee, dass sie mal wirklich einen qualitativ hochwertigen Bauernmarkt gibt. Ja. Das ist super. Gute Auswahl. Und wiederholungsfähig. Unbedingt. Ich finde, das braucht man in regelmäßigen Abständen. Also das ist nicht nur ein oder zweimal im Jahr, sondern wirklich gezielt, weiß ich nicht, jeden ersten Samstag im Monat oder jeden zweiten Samstag im Monat. Und findest du das belegend für die Solarsite, wenn man sowas macht? Ja, auf jeden Fall. Man merkt nämlich jetzt auch überhaupt da drüben, wie sich die Leute anstellen, weil die Stände wie Ernährungsbewusst das trotzdem sind und dass Qualität eine Rolle spielt. Auch, obwohl es ein bisschen teurer ist natürlich, aber es spielt eine Rolle. Ja, wenn wir vorstellen dürfen in der Rohlsdorf Auens, wir haben einen Hausnamen daheim, weil wir von einem Bauern kommen, das ist Bayern Arz und das ist unsere Hausmarke geworden. Und ja, mit dem Netzwerk, wir sind da schon angestartet, haben wir vor einem Jahr schon und hat sich eigentlich in den letzten zwei Monaten eigentlich ja groß entwickelt. Das heißt, ich kann jetzt wirklich auf 5-6 Stellen einliefern mit der Zentrale. Das ist gut miteinander, das ausgemacht worden und funktioniert perfekt. Und wenn man wen fragt, wie es mit mir vor ihm sind, ist okay und umgekehrt ist alles okay. Also wir können wirklich gut zusammen und das freut mich. Das ist so, also, wir arbeiten mit der Caritas zusammen. Also da werden die Lehrlinge ausgebildet, die lernen das von Grund auf. Das heißt, wir sind ein reiner Handwerksbetrieb, also jedes einzelne Stück ist Handarbeit. Ne? Und da lernt man das. Also das ist nichts Maschinenarbeit oder irgendwas, wo da 70.000 herumzulaufen, sondern das wirklich jedes einzelne Stück ist Handarbeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Initiatoren, bei allen, die mitmachen für diesen Bauernmarkt, der wesentlich mit dazu beiträgt, den zentralen Ortsplatz, hier den Lunaplatz zu bespielen und vor allem auch dafür sorgt, dass die Menschen zusammenkommen in einem Stadtteil, der relativ neu ist, ist das ganz besonders wichtig und dass es sich hier auch um Produkte handelt, die aus der Region kommen, die fair gehandelt sind, die ökologisch in Ordnung sind, das rundet dieses tolle Ereignis noch einmal ab. Diese und viele andere in Harmonie mit der Natur produzierten Lebensmittel sind wöchentlich über eine Online-Vorbestellung in den Netzwerk Regionalstellen erhältlich. Nähere Informationen über die mehr als 20 Regionalstellen findest du unter www.netzwerk.at.